Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Solat und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Meine Lieben, heute möchte ich den Regenbogen tanzen lassen. Jetzt reden wir gar nicht mehr lange um den heißen Brei und starten direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Okay meine Lieben, ihr könnt sehen, was ich vorbereitet habe. Zuallererst, wir arbeiten heute auf einer 50 x 70 cm großen Leinwand. Als ich mir Gedanken über das heutige Video gemacht habe, habe ich meine Farbpalette durchgesehen und dachte ich mir so, ich kann mich nicht entscheiden, ich möchte mit allen arbeiten und deswegen tun wir das heute einfach. Ziel ist es heute, ein leuchtendes Regenbogen-Dutch-Pur zu kreieren auf dunklen Hintergrund. Deswegen ist meine Leinwand auch bereits grundiert. Und bevor wir jetzt mit der schwarzen Basisfarbe beginnen, werde ich hier mal meine Farbe ein bisschen in Sicherheit bringen. Gut, in Schritt 1 kümmern wir uns um unsere Basis. Ich habe mich heute für Oxidschwarz entschieden. Diese gebe ich nun erst einmal großzügig in die Mitte unserer Leinwand. Und werdet ihr diese nun ausdehnen. Soweit, so gut. Meine Leinwand ist schön mit Basisfarbe überdeckt. Nun gehe ich noch einmal mit dem Brenner drüber, beseitige die Luftbläschen, welche sich in meiner Farbe gebildet haben. Wunderbar, und nun kommen wir endlich zu unseren schönen Regenbogenfarben. Ich habe hier allerlei an Farben vorbereitet. Okay, meine Lieben, bevor wir nun beginnen, unsere Regenbogenfarben aufzutragen, wäre es ganz gut, wenn ihr euch in eurem Kopf eine Positionierung eurer Blume oder Ranke zurechtlegt. Ich möchte meine heute tanzen lassen und deswegen dachte ich mir, es wäre ganz schön, wenn ich unten links beginne und dann meine Ranke nach oben klettern zu lassen, dass sie später richtig schön tanzt. Okay, Ziel dieser Technik ist es, verschiedenfarbige Paddels zu erschaffen. Ich beginne mit dem hellsten Paddel unten links und starte mit Sonnengelb. Ich werde die Paddels erstmal ein bisschen kleiner machen. Farbe nachtragen können wir später immer noch. Die zweite Farbe, die ich verwenden möchte, ist Reflex Orange. Und ein ganz kleines bisschen Titanium Weiß. Gut. Als nächstes würde ich mich gerne Rosatönen widmen. Ich benutze Light Rose gemischt mit Titanium Weiß. Das gibt mir so einen wunderschönen puderrosa hellen Ton. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Kaminrot. Und ein ganz kleines bisschen Violettrot. Als nächstes will ich schon gerne zu meinen Lila-Tönen übergehen. Ich benutze Ultraviolett von Amsterdam. Gefolgt von Dunkelviolett. Ein ganz kleines bisschen Titaniumweiß werde ich hier einarbeiten. Und Violettrot. Als nächstes möchte ich mich meinen Blautönen widmen. Ich beginne mit Fallandblau. Gefolgt von Ultramarinblau. Und Türkisgrün. Gehe einmal mit dem Brenner über jedes meiner Paddel drüber, damit ich keine Luftbläschen in meiner Farbe habe. Sehr gut.
Die nächste Farbfamilie wird eine grüne sein. Ich beginne mit dunkelgrün. Ein ganz kleines bisschen Titaniumweiß möchte ich auch in dieser Familie einarbeiten. Gefolgt von hellgrün. Okay, meine Lieben, ich habe jetzt einmal alle unsere Regenbogenfarben aufgetragen. Ihr könnt sehen, ich habe noch ein bisschen Platz auf meiner Leinwand. Jetzt können wir mischen und experimentieren. Ich dachte mir, es wäre noch ganz schön, ein blaues Paddel zu machen. Ich beginne mit Ultramarinblau. Gefolgt von Rotviolett. Gefolgt von Ultraviolett. Ein klein bisschen Titaniumweiß noch in die Mitte. Ja. Und noch ein rotes Paddel möchte ich machen. Ich beginne mit Kaminrot. Gefolgt von Reflex Orange. Ein ganz kleines bisschen Sonnengelb. Und Titaniumweiß. Sieht schon richtig schön bunt aus, oder? Und noch ein pinkes Paddel machen wir. Ich beginne wieder mit meinem selbst abgemischten Puderrosa. Gefolgt von Dunkelviolett. Titaniumweiß. Und Fallandblau, meine Lieben. So weit, so gut, meine Lieben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ziel ist es, alle unsere Paddel separiert auszublasen mit unserem Haartrockner. Im Endergebnis wünsche ich mir schon, dass wir eine zusammenhängende, bunte Regenbogenranke haben. Allerdings möchte ich nicht, dass mir die einzelnen Schichten der Farben verloren gehen. Drückt mir die Daumen, ich lege mal los. Wir brauchen unseren Haartrockner und mit dem werde ich nun schöne Blüten zaubern. Okay, meine Lieben, das liebe ich. Ich muss nur hier den Anfang noch ein bisschen korrigieren und deswegen werden wir an dieser Stelle noch ein bisschen mehr Farbe nachtragen. Ich beginne mit Titaniumweiß, Sonnengelb, ein klein bisschen Reflex Orange und tatsächlich noch ein bisschen Puderrosa. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass ich meine erste Blüte mit der zweiten verbinde. Und die erste, meine Lieben, ist immer die schwierigste. An dieser Stelle habt ihr einfach noch am allerwenigsten Farbe.
Dadurch, dass wir mit unseren Föhn Partie für Partie weiter nach oben schieben, ist es hier im späteren Verlauf leichter auszublasen. Okay, ich werde hier den Anfangssektor noch einmal ausblasen. Okay, meine Lieben, ich bin zufrieden. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Kommt mal ein Stück näher ran, ich muss euch die Details zeigen. Wir beginnen unten mit dem hellsten Part von unserer Blume und gehen weiter nach oben. Schaut mal, was sich hier für schöne kleine Zellen in unserem blauen und unserem grünen Paddel gebildet haben. Hier haben wir ganz leichte Laces vom Titaniumweiß. Und hier oben sprießen nur die Farben so. Schaut mal hier in dem lila Sektor auch ganz kleine, feine, schöne Bubbles. Ich habe mir überlegt, meine Lieben, ich werde heute die Form meiner Ranke nicht mehr verändern. Ich lasse sie so, wie sie ist. Tatsächlich ist manchmal weniger mehr und ich meine, ich bin begeistert. Ich liebe es. Sagt mir, wie ihr es findet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Farbkombination euch am besten gefällt. Und hier blende ich euch jetzt noch einmal das getrocknete Ergebnis ein. Ich bin so gespannt auf eure Reaktion. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, zeigt es mir doch unbedingt gerne mit einem Daumen nach oben. Und für heute bedanke ich mich, meine Lieben, für eure Unterstützung und fürs Einschalten. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.